Wie soll man mit Jugendlichen umgehen? Ich denke, du bist etwas zu alt, um mit Jugendlichen umzugehen. Schau. Every age is a problem. Jedes Alter ist ein Problem. Nein, nein, ich spreche über die Zeitalter. Steinzeit war ein Problem. Eisenzeit war ein Problem. Bronzezeit ist ein Problem. Computerzeitalter, ernstes Problem. Ist es nicht so? Das Mittelalter bedeutete ernste Probleme. Das moderne Zeitalter ist ein immenses Problem. Teenage. Jugendalter. Another problem. Ein weiteres Problem. Ich hoffe, du hattest eine normale Geburt und you were born normally? Du wurdest normal geboren. So if you were born, wenn du also normal geboren wurdest, wurdest du so geboren und bist langsam aufgewachsen und jemand zählte dein Alter und du bist auch durch 13, 14, 15 gegangen, was du Jugend nennst. Das ist nur wie eine bestimmte Entwicklungsphase, wie Säuglingsalter, wie Kindheit, wie Jugend, Erwachsenenalter, Seniorenalter, mittleres Alter, was auch immer. Das sind alles verschiedene. Wir versuchen es aufzuteilen, aber im Wesentlichen ist dies eine physische Reise eines Körpers. Nenn mir eine Phase deines Lebens, die nicht wirklich ein Problem ist. Einige leiden an Babyproblemen, einige leiden an Kleinkindproblemen, einige leiden an Kindheitsproblemen, einige leiden unter Teenagerproblemen, einige durchlaufen Probleme des mittleren Alters, einige durchlaufen Seniorenprobleme. Manche haben alle Probleme transzendiert. Wenn du es in diesem Kontext betrachtest, ist jede Phase des Lebens ein Problem. Dann ist der Tod die einzige Lösung. Wenn du jeden Aspekt des Lebens als Problem betrachtest, was ist die Lösung? Der Tod ist die einzige Lösung. In dem Moment, in dem du jede Phase des Lebens als ein Problem identifizierst, beginnst du unbewusst, den Tod zu suchen. Bitte verstehe das. Für dich selbst und diejenigen um dich herum. Du weißt das nicht, aber du schaffst ein Ökosystem in deinem Denken, wo die Lösung ist, frei von alledem zu sein. Du kamst hierher, um das Leben zu erfahren. Anstatt dies verschiedene Facetten des Lebens zu nennen, nennst du es verschiedene Probleme, die du hast. Wenn du stirbst, wirst du Bestattungsprobleme haben, weil es nicht einfach ist, eine Bestattung in Mumbai Stadt zu haben. Keine würdige Bestattung mehr, nicht wahr? Ja? Es gibt keine vier Leute mehr, die dich tragen. Deine ganze Familie und Freunde laufen hinter dir her mit einer Trommel. So ist es nicht mehr. Bumm, pie, 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 steckst du im Verkehr fest. Selbst tot steckst du im Verkehr fest. Ich möchte, dass du das verstehst. Es gibt verschiedene Arten von Situationen in deinem Leben. Es sind nur Situationen. Mit einigen weißt du umzugehen, mit anderen musst du erst noch lernen, damit umzugehen. Womit auch immer du nicht umzugehen weißt, nennst du ein Problem. Sobald du etwas als Problem bezeichnest, sobald du eine Situation identifizierst, es ist eine einfache Situation. Weil du dich nicht dafür gerüstet hast, mit der Situation umzugehen, nennst du es ein Problem. Sobald du es ein Problem nennst, ist Unannehmlichkeit eine natürliche Folge davon. Deine Kinder wachsen auf, es sollte ein freudiger Moment sein. Ja, sie sind zu Jugendlichen geworden, bedeutet, sie wachsen schnell, ja? Oder mit anderen Worten, unglücklicherweise fangen sie an, so zu werden wie du. Und du bist bekümmert, weil du sehen kannst, dass sie werden wie du. Ich kann das verstehen. Now,
Nein, Sadhguru, das ist nicht das Problem. Sie fangen an, etwas anderes zu werden. Sie sehen nicht einmal mehr aus wie meine Kinder. Wir haben es übermäßig gepriesen. Wir haben leider hilflose Zustände des Lebens gepriesen. Wenn man Säuglingsalter und Kindheit sagt, wovon man spricht, ist eine bestimmte Phase unseres Lebens, in der wir ziemlich hilflos sind. Ohne fremde Hilfe können wir nicht überleben oder etwas sein. Also haben wir das gepriesen. Selbst sogenannte spirituelle Lehrer gehen dazu über zu sagen, ich bin ein Kind. Ich möchte keinen Erwachsenen treffen, der ein Kind ist. Es ist eine andere Art zu sagen, ich bin zurückgeblieben. Wenn du dein Leben lang im Körper eines Sechsjährigen feststeckst, wirst du zwerghaft genannt, nicht wahr? Ich benutze schlechte Worte, ich weiß. Es sind keine politisch korrekten Worte. Okay, du bist in der Höhe beeinträchtigt. Vertikale Beeinträchtigung ist dir widerfahren. Wenn du feststeckst im Denken eines Sechsjährigen, bist du geistig zurückgeblieben. Nein, du bist... was? Differently abled you become. Andersartig begabt wirst du. Das sind schöne Worte, in Ordnung. Wir wollen nicht Menschen beleidigen, die sich in solchen Situationen befinden. Wir würdigen das, aber wenn man jenen Zustand einer hilflosen Phase in unserem Leben preist, nämlich die Kindheit, in der wir ohne Unterstützung von jemandem anderen nicht existieren können, wenn man das preist, wird man für immer so bleiben und genau das ist passiert. Ich kann nicht ohne dich leben. Verstehe das nicht als eine Art Liebesaffäre. Es ist, als würde man sagen, ich kann nicht ohne Krücke gehen. Mir geht es gut, so wie ich bin, aber ich bin trotzdem gewillt, dich einzubeziehen und mein Leben mit dir zu involvieren. Das hat großen Wert. Ich kann nicht ohne dich leben, hat keinerlei großen Wert. Ich kann ohne jedermanns Aufmerksamkeit leben, aber ich bin bereit, mich mit absolutem Engagement hineinzuwerfen, mit wem auch immer gerade hier ist. Das ist von Wert. Weil du Hilflosigkeit oder hilflose Phasen unseres Lebens preist, als du ein kleines Baby warst, kannst du nicht mal alleine Pipi machen. Jemand muss dich mitnehmen. Ich meine, ich bin wie ein Kind bedeutet, dann schaue ich, wo sind die Windeln? Bitte lasst uns ihm eine geben, weißt du? Give him one, you know? Nein. Was nun mit den sogenannten Jugendlichen passiert ist, du hast dich an dein Kind als hilfloses Wesen gewöhnt. Wenn er jetzt laufen lernt, du magst es nicht. Du willst ihn kondensieren. Du machst Bu, 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 mein Bu, Bu. Was du brauchst, ist ein Spielzeug. Oder eine Puppe zum Spielen. Oder vielleicht einen Hund. Ein Paar tat sich schwer, konnte keine Entscheidung treffen, ob es Kinder haben sollte oder nicht. Die Debatte zwischen Mann und Frau war, der Mann möchte Kinder haben, die Frau sagt, es ist nicht nötig, wir können uns stattdessen einen Hund anschaffen. Weil sie sich nicht einigen konnten, gingen sie zu einem Eheberater. Also sagten sie, wir können uns nicht entscheiden, ob wir Kinder haben wollen oder einen Hund. Was sollen wir tun? Da sagte der Eheberater, das ist ganz einfach. Wollt ihr eure Teppiche ruinieren oder euer Leben? Das müsst ihr entscheiden. So, you must understand this. Du musst daher verstehen, wenn dein Leben ein Betonblock ist, wenn ich einen Betonblock sage, er hat klar definierte Grenzen. Das ist, was ich bin, wie Anupam gerade gesagt hat. Selbst ein, du weißt schon, ein kleines Kind sagt, das ist, wie ich bin. Das bedeutet, ich bin ein Betonblock geworden.
Weil mir eine gewisse Menge an dummen Informationen über den Weg gelaufen sind, damit habe ich eine Definition gebildet, was ich bin. Sobald ich also eine klare Art von Betonblock-Definition dessen gebildet habe, wer ich bin, wenn zwei Betonblöcke mit großer Leidenschaft aufeinandertreffen, was wird passieren? Wenn an dir eine lockere Grenze ist, wenn zwei Menschen mit großer Leidenschaft zusammenkommen können, wunderbare Dinge der Vereinigung geschehen. Andernfalls prallen zwei Betonblöcke aufeinander. Was passiert? Du weißt schon, Reibung. Reibung wird passieren und das eine der Betonblöcke oder beide zerbrechen. Wenn man also wie ein Betonblock geworden ist, sollte man keine weiteren Betonblöcke zeugen, weil man unfähig ist, ein anderes Leben als Teil von sich einzubeziehen. Weil man die Grenzen dessen, wer man ist, derart absolut definiert hat, dass man nicht mal heiraten sollte, wenn du mich fragst. Weil zwei Betonblöcke, die zusammenleben, nun gut, es mag ein Haus ergeben, aber es ergibt kein Zuhause. Betonblöcke zusammen ergeben ein Haus, nicht wahr? Nichts Schöneres als das wird passieren. Wir sind schon zu vollgebaut in Mumbai. Wir müssen nicht mehr bauen, okay? Wenn also Kinder kommen, wenn sie hilflos sind und für alles zu dir aufschauen, denkst du, dass deine Kinder zauberhaft sind, weil sie hilflos sind. Was wäre, wenn das Baby aus dir herauskäme und aufstünde und sagte, hey, wer zur Hölle bist du? Du wirst dieses Baby nicht mögen. Aber er braucht 14, 15 Jahre, um diese Frage zu stellen. Eigentlich ist das alles, was ein Jugendlicher fragt. Okay, wer zur Hölle bist du? Wenn du also jemand sein willst für dieses frische Leben, das gekommen ist, darfst du keine definierten Grenzen davon haben, wer du bist. Als das Kind noch ein Baby war, als es krabbelte, bist du mit ihm gekrabbelt. Jetzt möchte dein Jugendlicher tanzen. Du musst in der Lage sein, mit ihm zu tanzen. Nein, du willst immer noch mit ihm krabbeln. Er ist nicht interessiert. Er fängt an, sich zu fragen, Eltern sehen lächerlich aus in den Augen der Jugend. Ja oder nein? Sahen deine Eltern in deinen Augen nicht lächerlich aus? Es sei denn, du warst alt zu der Zeit, als du 12 warst. Wenn du jung und energisch warst, sahen deine Eltern lächerlich aus, weil sie dachten, du müsstest noch herumgekrabbelt werden und tschu-tschu-tschu, mu-mu-mu, pu-pu-pu mit dir machen. Jeden Tag verändert sich das Leben in dir, weil du schnell wächst und die Narren um dich herum das nicht begreifen können, wer auch immer sie sind. Normalerweise werden Großeltern etwas liebenswürdiger als Eltern, weil sie einen Blick von etwas weiter weg haben. Du weißt schon, ein Blick von etwas weiter weg, weil Jugend bedeutet, dass du langsam von deinen Hormonen vergiftet wirst. Seniorenalter bedeutet, du wirst davon freigegeben. Also verstehen sie es irgendwie. Diejenigen von euch, die im mittleren Alter sind, haben keine Ahnung, wo zur Hölle sie stehen. Sogar historisch gesehen stehen diejenigen aus dem Mittelalter für einen verwirrten Geisteszustand. Geht also nicht mit euren Jugendlichen um. Bitte mach dich selbst verfügbar, damit sie Umgang mit dir haben. Mach sie für alles verantwortlich. Einen Monat, ich sage dir, einen Monat hast du den Mut, ihnen dein monatliches Einkommen auszuhändigen und zu sagen, verwalte den Haushalt. Gib ihnen einfach Verantwortung. Du wirst sehen, dramatisch wird es sich ändern, weißt du? Weil, du musst verstehen,
Ich war ein Telefonvater, okay? Okay. Ab dem Alter von 3,5 Monaten reiste mein Mädchen mit mir allein im Auto. Wir bauten die Isha-Stiftung auf in einem Maruti 800, reisten tausende von Kilometern. In einem Kalenderjahr, oder eigentlich in 14 Monaten, habe ich in meinem Maruti 135.000 Kilometer zurückgelegt, okay? Sie war also 3,5 Monate alt, eine Hand auf ihr, angeschnallt auf dem Vordersitz, und mein rechtes Bein ist nicht gerade leicht, weißt du? Boom. So wuchs sie im Auto auf, bis sie 4 Jahre alt war. Ich dachte, ich würde sie nie zur Schule schicken, weil wir eine starke Bindung hatten, und sie war so weise, weil sie die Straßen gesehen hat, sie hat die Menschen gesehen, sie war in allen möglichen Familien. Ich dachte, ich sollte das nicht vermasseln, indem ich sie in die Schule schicke. Aber du weißt schon, diese Altersgruppe, diese Gesellschaft, wenn du nicht ein ganzes Cricket-Team von Kindern zu Hause hast, funktioniert es mit einem Kind nicht. Sie allein zu lassen, weil sie zu alt werden könnten, wenn sie noch jung sind. Deshalb habe ich sie danach zur Schule geschickt. Danach ist sie immer beständig von einem Wohnheim ins andere. Aber wir unterhielten eine sehr aktive Verbindung zueinander, dank der Mobiltelefone. Früher war es das schwarze Telefon, ich hielt immer irgendwo auf der Autobahn, weil ich weiß, nur zu einer bestimmten Zeit kann man sie in der Schule anrufen. Die Schule öffnet diese Telefonzeit nur für eine Stunde. Ich bin also irgendwo auf einer Autobahn, finde dieses schwarze Telefon und gehe rein, und für diese eine Stunde bin ich am Telefon mit ihr. Auf ihrer Seite schreien sie all die Kinder draußen an, hier in der Telefonzelle, hämmern all die Leute an die Zelle. Ich hatte immer diese Sache zu jener Zeit. Ich fahre auf der Autobahn, ich habe viele, viele Anrufe zu tätigen, lokale, internationale, aller Art. Zuerst stieg ich ab und ging zu diesem Telefonzellenmann und gab ihm 5.000 Rupien. Er war überrascht. Ich sagte, behalte es einfach. Vorauszahlung. Und ich gehe in die Telefonzelle und jetzt bin ich ein geschätzter Kunde. Die anderen Leute kommen und wollen den Anruf innerhalb von 3 Minuten machen, und sie stehen alle in einer Schlange und schneiden mir Grimassen, gestikulierend. Aber der Mann sagt, nein, stört ihn nicht. Weil gleich 5.000 Rupien, ich mache internationale Anrufe, alle Anrufe, weil es damals keine Mobiltelefone gab. Ich finde also diese Zeit und rede, und danach ging sie aufs College und dann alles Mögliche, was auch immer sie nachgegangen ist, immer am Telefon. Und wir haben eine sehr aktive Verbindung beibehalten, und wir sind nie wirklich zu Hause geblieben. Wenn sie in den Ferien kommt, sind wir am nächsten Tag irgendwo unterwegs, irgendwo, aber nie wirklich zu Hause. Doch eine sehr aktive Beziehung habe ich mit ihr aufrechterhalten, weitgehend am Telefon. Dank all der Telefonwellen, die uns umgeben. Es war also solch eine aktive Verbindung. Warum ich das sage, ist, und immer als ich sah, dass es eine gewisse Intelligenz in jedem Kind gibt. Ich versuche nicht zu behaupten, dass dies ein besonderes Kind ist. Nein, sie ist ganz normal, auf eine besondere Art großgezogen, allerdings. Die Sache ist nur, wenn sie nach Hause kommt oder wenn sie mit mir ist, lege ich all meine wichtigen Entscheidungen in ihre Hände. Sie ist erst 5, 6. Probleme der Leute, Stiftungsangelegenheiten, Verwaltung, ich habe es ihr einfach vorgelegt. Sie kommt mit ihren eigenen schrulligen Lösungen. Aber in 5 von 10 Fällen kam sie mit etwas Brillantem heraus. Das ist nicht, ich möchte, dass ihr versteht, ich behaupte nicht, dass das ein besonderes Kind ist. Es ist nur, dass die meisten Menschen der Intelligenz eines Kindes nie diese Chance geben, weil sie bu-bu-bu-du-du-du mit dem Kind machen wollen. Ich habe nie Spielzeug für sie gekauft. Wenn sie spielen wollte, bin ich mit ihr im Dschungel spazieren gegangen. Ich habe sie oben auf einen Baum gesetzt. Sie hat gelernt, auf Bäume zu klettern und Dinge zu tun und so. Nie habe ich ihr Spielzeug gekauft. Nie. Hier und da hat ihr jemand etwas geschenkt, aber sie hat sich nie dafür interessiert, weil es spannendere Dinge gab. Ich fing Schlangen für sie, ich fing Gartenechsen für sie. Spannendere Dinge. Lebendige Sachen zum Spielen. Wenn du wirklich etwas mit deinen Kindern machen willst, musst du ihnen erlauben, weit zu werden, weil das alles ist, was sie zu tun versuchen. Ihr Körper ist nicht das Einzige, das wächst. Das Potenzial, ein menschliches Wesen zu sein, wächst. Du musst ihnen erlauben, weit zu werden.
Stattdessen siehst du zu, wie du sie einschränken kannst. Dann wirst du ein riesiges Problem haben. Ob, wenn du Jungs hast, wirst du eine Art von Problemen haben. Wenn du Mädchen hast, wirst du eine andere Art von Problem haben. Wenn du versuchst, sie einzuschränken, du denkst, Einschränkung ist ein guter Weg, das Leben zu kontrollieren. Nein, Verantwortung wird sie auf den Weg bringen. Übergib dein Geld an sie und sag ihnen diesen Monat, du bist im Urlaub, ihr regelt das, wie auch immer. Du hast Angst, vielleicht geht er los und verpasst es. Was wird morgen passieren? Wenn er es verpasst, was mit dir passiert, wird auch ihm passieren. Lass ihn da durchgehen, für einen Monat. Natürlich kannst du etwas Reserve behalten. Aber lass ihn verstehen, wenn er es verpasst, wird es morgen früh kein Frühstück geben. Und lass ihn das durchstehen. Was ist das Problem? Lass ihn verstehen, dass es so ist. Es ist besser, in einer geschützten, fürsorglichen Atmosphäre zu lernen, als morgen früh draußen auf der Straße, nicht wahr? Und vor allem, lass diese verdammte Sache fallen, dass dein Kind dir gehört. Wenn du denkst, dass dieses Kind dir gehört, kaum, dass er in die Jugendjahre kommt, sagt er dir, verdammt nochmal, ich gehöre dir nicht. Das ist alles, was er dir zu sagen versucht, was du nicht verdauen kannst. Ein anderes Leben gehört dir nicht. Wenn ein anderes Leben für sich gewählt hat, mit dir zu sein, bitte schätze das. Es ist eine enorme Sache. Ob es dein Mann ist oder deine Frau oder deine Kinder, sie gehören dir nicht. Du besitzt sie in keiner Weise. Wenn du das nicht kapierst, wirst du es verstehen, wenn du stirbst oder sie sterben. Sie gehören dir nicht. Ein anderes Leben hat sich entschieden, durch dich zu kommen oder mit dir zu sein. Hege das, schätze das. Denke nicht, dass du der Besitzer dieses Lebens bist. Du bist es nicht. Wenn du also glaubst, dass du der Besitzer deines Lebens bist, ein Jugendlicher beginnt, seine eigenen Aussagen zu machen. Nun, du besitzt mich verdammt nochmal nicht. Er sagt es dir, das ist alles, in seiner eigenen Sprache. Ja oder nein? Sie sagen dir nur, du besitzt mich nicht. Aber sind sie als ein anderes menschliches Wesen? Denkst du, dass sie nicht einbezogen werden wollen? Sie wollen definitiv einbezogen werden. Jugendalter bedeutet also, es gibt viele Dinge, denn eine Sache ist, dass deine Intelligenz von deinen Hormonen gekapert wird, sodass gewisse Dinge passieren. Plötzlich sieht die Welt nicht mehr gleich aus. Ein dürres, kleines Mädchen in deiner Nachbarschaft, mit dem du nichts zu tun hattest, plötzlich gibt es kleine Hügel auf ihrem Körper und deine Chemie ist vergiftet. Du siehst sie an, plötzlich ist es eine neue Welt. Die ganze Welt sieht anders aus. Was einfach nur Menschen waren, sind plötzlich männlich und weiblich geworden. Das ist keine kleine Veränderung, weißt du? Was einfach nur Menschen waren, werden plötzlich etwas anderes und etwas anderes. Plötzlich bist du nur an der Hälfte der Menschheit interessiert. Es ist eine große Veränderung. Du wirst sehen, Jungs sehen ihre Mütter nicht mal direkt an, weil sie ihre Augen noch nicht von den Körperteilen abwenden können. Du musst das verstehen, dass es neu ist und er versucht, damit zurechtzukommen. Wenn du ein guter Freund wärst, wenn sie Probleme hätten, wenn sie Kämpfe hätten, würden sie mit dir reden. Weil die meisten Eltern lausige Freunde sind, finden sie andere Freunde. Und jene Freunde geben ihre eigenen verrückten Ratschläge, weil sie auch in demselben Zustand sind. Es ist am besten, wenn dein Kind ein Problem hat, dass sie zu dir kommen, nicht wahr? Ja, aber sie werden nicht zu dir kommen, wenn du ein Boss bist. Sie werden nicht zu dir kommen, wenn du das Besitzrecht über dieses Leben hast. Sie werden nicht zu dir kommen, wenn du dieser schreckliche Vater oder Mutter bist. Sie werden zu dir kommen, wenn du ein guter Freund bist. Denn wenn sie Probleme haben, ist es ganz natürlich für sie, einen Freund aufzusuchen. Sorge also von klein auf dafür, dass du ihr bester Freund bist. Bis sie 18, 20 sind, bist du ihr bester Freund. Mach es so.
Und das musst du dir verdienen. Das wird dir nicht zufallen, weil du sie gezeugt hast. Weil du sie gezeugt hast, bekommst du den Titel Mutter und Vater. Du bekommst nicht den Titel eines Freundes. Dieser muss verdient werden durch tägliches, verantwortungsvolles Verhalten von dir. Ich will nicht so hart mit dir sein. Wir werden hier aufhören.